Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Heute spielen wir ganz was anderes, nämlich ein Rennspiel, und zwar Trailout. Und wenn man das Spiel zum allerersten Mal startet, dann sieht man genau den Screen hier. Ich habe das nicht irgendwie verändert, das ist wirklich so, einmal kurz die Grafik einstellen und dann geht's auch gerade schon los. Und ich habe mich sehr auf Trailout gefreut, denn ich bin ein extremer Flatout-Fan. Wenn man mal ganz weit hinten in meinen Kanal reinschaut, dann hat es da auch Flatout-Videos. Und die Nachfolger von Flatout waren alle nicht so geil, fand ich, bis Original. Und Trailout ist jetzt für mich der Nachfolger schlechthin. Das Spiel ist total verrückt und dämlich. Und die Story ist ja ein bisschen zum Fremdschämen. Aber ich würde sagen, schauen wir uns das mal an. Geh gerade direkt los. A sunny day, the lingering smell of burnt tires, the endless screaming of drivers. Yes, we are at the Trailout Festival, now in Los Angeles. The most expensive and extreme races, the deadliest and most breathtaking. How many fractures have these drivers had? Do you hear that? They are coming. How many are left? I think we're about to find out and show up. Oh no, it's Ivan Comrade. Blech. And I also see that they are still alive. Joe Boomer. Big Cheese. Eugene Van. Sonia Mass. Frau Uber. And the festival's leader. Frank Woods. Und ohne große Einführung, los geht's, unser allererstes Rennen. Ah, mit einem richtig schönen Splitzer. Ah, ich hab das so vermisst, wieder Rennen zu fahren, wo man wirklich mal wieder alles kaputt machen kann. Und auch die Fahrzeuge ein schönes Schadensmodell haben. Nice. Ja, ich hab ein bisschen Übung bei der Strecke, weil die bin ich jetzt schon ein paar Mal gefahren. Aber ich dachte, ich will euch trotzdem mal den Anfang zeigen. Dann habe ich auch noch ein bisschen die Story mit dem Ganzen erklärt. Aber wie gesagt, die Story ist total Banane. Und überall kracht's. Oh Mann, ey. Und finish. Ja, entwickelt ist es von Good Boys. Das ist ein kleiner Entwickler in der Ukraine. Und wow, was die da entwickelt haben. Ist einfach Hammer, ich bin so begeistert. Da, das sind sie. Und der Publisher, Kibu. Und das ist Trailout. Und hören wir uns mal die Story an. Unsere Motivation, bei dem ganzen Quatsch überhaupt mitzumachen. You're about to find out how it all went down. My name is Mihalich. Recently, the road has taken me to America, where I began to look for my place under the sun. I've been climbing mountains, and lately I've been working as a stuntman in movies, but I'm tired of it. Last month, I was confined to a bed, but accidents don't leave me. A good boy saved me from the fire. Now I am totally screwed. And I don't know where should I go. But then I saw Annette, and something flashed in my head.
that it was mine. Introducing the candidates who will compete for participation in the premier Trail Out Festival. They will compete to earn a spot among the star racers in the battle for the main trophy. The first stage is Auto Cross. Whoever finishes first wins. Ja, und da sind wir jetzt beim Qualifying, dass wir uns für das Event überhaupt beweisen müssen. Aber ihr habt schon gesehen, die Story an sich und die Umsetzung ist mega cheesy. Ein bisschen peinlich, aber auch witzig. Ich meine, das Spiel nimmt sich halt selbst überhaupt nicht ernst. Aber das passt auch. Geht dann vor allem hier um den Fahrspaß, und dass man immer alles kaputt macht. Nice. Ja, und Sauberfahren ist ja definitiv erwünscht. Mit Sauberfahren kommst du teilweise gar nicht weit. Nice. Aber ich feiere die Musik, die passt so gut dazu. Also Kreuz und Strecken, die sind geil. Da gibt es teilweise so geile Crashes. Und wenn du fest genug irgendwo dagegen fährst, oder du entsprechend getroffen wirst, dann fliegst du auch raus. Wie damals bei Flatout. Das Ganze spiele ich übrigens mit Tastatur. Man könnte es natürlich auch mit dem Gamepad spielen, aber ich muss sagen, die Steuerung ist sehr gut umgesetzt. Also spielt sich sehr leicht mit der Tastatur. Lenkrad habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Aber ich glaube, das mache ich ja nicht. Ah, fuck! Und da ist er rausgeflogen! Nice! Ah, letzte Runde. Und dann. Gute Runde. Gut, ich bin jetzt schon ein paar Mal gefahren. Ja, ein Rennen kommt jetzt noch und dann dürfen wir quasi endlich mal selber die Strecken aus. Und Derby. Bin ich nicht sehr gut drin. Aber gib mein Bestes. Ah, es ist so geil. Ja, man hat nichts oben. Ah, normalerweise jetzt hier nicht, aber normalerweise hat man einen Kontakttimer. Und man kann nicht einfach so rumfahren. Man muss natürlich immer wieder mal die anderen berühren. Idealerweise von vorne. Gibt es am meisten Punkte. Und vor allem, wenn du dann jemanden komplett ausnockst, gibt es noch mehr Punkte. Das ist ja jetzt hier noch relativ einfach. Aber später fahren die dann auch noch mit gepanzerten Wagen rum und das wird dann knackig. Aber wir sind einfach nur so ein Derby in echt mal. Und ich nehme einfach jedes Hindernis mit. Nice, schön wieder voran gehen. Autsch. Und da hat es mich voll erwischt. What's going on? Is the winner Mikhailovich? Again? Well, welcome to the last festival in your life. Ja, und damit haben wir es geschafft. Wir sind Teilnehmer von Trail Out. Im letzten Festival. So, das war jetzt alles zum Aufwärmen. Jetzt geht's erst wirklich los. In the Trail Out Festival. And this is our garage, where we will monitor our progress and keep an eye on the condition of our cars. Our goal is to make our way to the top of the blacklist and win the Trail Out Cup. And that's blacklist. Frank Woods in the first place, followed by Frau Uber, Sonja Maas, Joe Boomer, Yuji Tian, Big Cheese, Ivan Comrade. And last of all, in 8th place, yours truly. And to make our way to number 1, we need to gain funds and win competitions. Are you ready?
Now let's move on to the junkyard. You need a car and a license to race. I have a couple of licenses, but you have to beat the bosses from the blacklist to get the rest. That's how the rules of the festival work. Usually we buy up car bodies. Now, I'm no mechanic, but we'll assemble the first car together. After that, Shenko will be there to help you out. Enough, let's buy the body of our first car. Und das ist jetzt relativ cool umgesetzt. Also wir sind jetzt hier auf dem Schrottplatz und da können wir uns halt die Autos aussuchen. Und er schmeißt die halt jedes Mal da runter. Und ich glaube, wir nehmen hier den Käfer. Auch wenn es nur so klein so heißt. Und müssen wir jetzt hier natürlich die ganzen... Ja, machen halt noch mehr kaputt. Ja, möchte ich bitte. Und müssen den jetzt natürlich ausstatten. Angefangen mit der Karosserie, Motor, Getriebe etc. Und jetzt am Anfang haben wir natürlich eine Sache. Aber später können wir uns hier natürlich bessere Sachen dann kaufen. Es ist so quasi jetzt am Anfang einfach mal das Tutorial, damit man es einfach mal gesehen hat. Und nicht immer das teuerste Auto ist auch das beste Auto, sondern manche sind einfach recht schnell. Das brauchst du natürlich dann bei den Rennen. Und manche sind einfach sehr gut gepanzert. Beziehungsweise haben einen recht guten Widerstand. Das ist dann halt beim Derby wieder wichtig. Naja, Nitro können wir uns halt auch noch nicht leisten. Für das brauchen wir mehr Fans. Und er hat es ja vorher schon erklärt. Also wir brauchen natürlich einerseits Geld und wir müssen Fans sammeln. Denn mit Fans können wir natürlich mehr freischalten. Und hier werden wir natürlich Bravour reinschreiben. Und das hätte ich dann gern auf alle Wagen. Ja, bitte. So. Haben wir dann unser Käfer fertig? We're ready to go. This will be the last festival of your life. Come on. Let's kick some ass. Wir haben genau einen Fan. Vermutlich wir selber. Ja, willkommen bei Trailout. Kämpfe um die Trophäe und erreiche den ersten Platz in der schwarzen Liste. Klick auf Start, um die Karriere zu beginnen. Und das machen wir. Ab in das erste Rennen. So, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben ein neues Auto, den Hermes 2. Und wir starten erstmal. Und warte auf deinen Anruf, um dich besser vorzubereiten. Kannst du auch freie Rennen absolvieren? Nein, das machen wir nicht. Wir machen erstmal bei der Karriere weiter. Da seht ihr die unterschiedlichen Sachen, die wir jetzt hier freischalten müssen. Und wir fahren jetzt hier mal den Sturm. Da habe ich nämlich abgebrochen, weil ich eben gerade auf das neue Auto schon warten wollte. Weil der erste Wagen ist halt nicht so geil. Und mit dem Hermes 2 ist man wesentlich schneller unterwegs. Und da werden wir auch gleich mal den ersten Grafikglitch sehen, denn kurz nachdem die Strecke geladen ist, ist die Textur teilweise ein bisschen schwammig. Man sieht es jetzt hier. Ist aber nur am Anfang so und dann lädt das aber auch gerade wieder nach. Das ist teilweise ja bei den Autos. Nice. Und das ist jetzt ganz klassischer Rush-Modus. Natürlich schaut, dass man hier auf Platz 1 kommt mit zwei Runden. Ah. Ja, dabei halt natürlich so furchtbar fahren, wie es nur geht. Und die anderen rausdrängen. Ah, fuck. Mit R könnt ihr übrigens euren Wagen zurücksetzen. Und auch beim Derby braucht man das recht oft. Aber es geht Gott sei Dank recht schnell. Verliert man aber natürlich jedes Mal wieder Zeit. Ah, die Kurve ist voll gemein. Was ihr noch nicht so ganz draußen habt, das ist das Driften im Spiel. Irgendwie war ich immer viel zu langsam. Und Abkürzung. Wie gesagt, wer ist hier nicht in dem Spiel? Ah, ich werde sie noch hassen mit dem Auto beim Derby. Das wird so oft wegen denen verloren. Warte mal, dezent ein bisschen mehr Masse. Nice. Erster. Komm, 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 komm. Nice. Ah, nicht mal schön, dass man hier de facto alles kaputt machen kann. Ah, 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 ah. Wie zum Beispiel diese Steinmauer da. Oh, das hat jetzt Zeit gekostet.
du nicht. Du nimmst ja nicht meinen ersten Platz. Nein, komm. Soll ich irgendwo dagegen ditchen? Nice. Und erster. So muss das. Schön. Cool. Dann würde ich mal sagen, zeige ich euch noch andere Modi, die man in dem Spiel hier noch so erleben kann. So, wie ihr seht, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe jetzt da ein paar mehr Fans und ich wollte euch mal kurz was zeigen da unten. Und zwar bei meinem Fortschritt seht ihr quasi die Statistiken, was ihr so weit gemacht habt. Also Spielzeit 4 Stunden 16 Minuten bei mir und wie ihr da weltweit quasi abschneidet. Und hier gibt es diese Fest-App. Und da kann man hier Herausforderungen annehmen. Da kriegt man hier dann extra Fans. Und ihr könnt sie gerne alle annehmen hier. Es gibt da irgendwie keine Penalty, wenn man das halt in einer gewissen Zeit nicht gemacht hat. Da kriegt ihr dann von euren Fans dann auch ab und zu mal so Spenden. Ihr könnt eine Live-Übertragung machen, kriegt da noch Geld, beziehungsweise die Fans ein bisschen mehr. Und hier hinten habt ihr dann die Erfolge. Da kriegt ihr dann entsprechend Geld. Es ist dann nice und Geld braucht man dann auch später. So, ich bin mittlerweile auf Platz 5, habe noch ein bisschen was vor mir. Und ich wollte euch noch die anderen Modi zeigen. Also einerseits eben, hier bei der Karriere bin ich schon ein bisschen weiter. Und da wird sie abgewechselt von den ganzen Modi her. Aber hier beim freien Rennen sieht man es ein bisschen besser. Also einerseits Rush, das haben wir schon gesehen. Das ist ein ganz normales Rennen. Cross haben wir ganz am Anfang gesehen. Das war das bei der Qualifikation, wo sich einfach die Strecken kreuzen, wo man dann halt schauen sollte, dass man sich, dass man halt überlebt. Monoclass, davon alle genau das gleiche Auto. Also da ist dann Skill beim Fahren ein bisschen eher gefragt. Domination, das ist Derby. Warte mal, Entschuldigung, gegen andere Fahrer. Sieg nach Punkten, also die beiden sind, also beides Derby. Nur wird das mit den Punkten ein bisschen anders gewertet. Und dann gibt es hier unten Stunts, Hunter und Escape. Und das sind ganz witzige Modi. Escape ist so, da fliegt ein Flugzeug, das was man hier im Bild sieht, die ganze Zeit bei der Strecke mit. Und der, was zuletzt ist, wird nach einer gewissen Zeit quasi vom Flugzeug abgeschossen. Und das heißt, du sollst natürlich Erster werden, damit du nicht abgeschossen wirst. Dann Hunter. Da geht es wirklich darum, während einem Rennen die meisten Fahrzeuge zu zerstören und halt noch das Rennen zu gewinnen. Und Stunts. Wenn wir mal reinschauen, da gibt es halt einmal Bowling und Dart. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz das Bowling. Und da kennt man jetzt sofort Flatout wieder. So, super Sportwagen mit mega Raketenantrieb. Und los geht's. Und bam. Und jetzt steuern wir ihn halt wie das Auto. Ja, das war gar nichts. Aber wir haben ja noch zwei Durchgänge. Ganze drei Punkte. Alter, wie kann der jetzt schon 25 Punkte haben? Alter, Schulli. So, mach mal. Fuck. Na komm. Und mit Leer kann man ihn wie nochmal schlagen. Komm voll um. Ich war da schon besser. Also 7 Punkte war das höchste, was ich bis jetzt in unserem Durchlauf gehabt hat. Ich bin gut in dem. Ja, und nice. Nur zwei, die stehen. Der Entwickler ist übrigens sehr aktiv bei dem Spiel. Es kommt jetzt dann noch Online-Multiplayer mit dazu. Splitscreen-Multiplayer gibt es ab jetzt schon. Und es sollen noch weitere Modi dazu kommen. Hat er auch entsprechend eine Roadmap jetzt veröffentlicht? Ich werde das Spiel auf alle Fälle mal auf den Kicker haben. Nice. 319 Dollar. Cool. Von die Good Boys. das mit den Anspielungen von einem eigenen Namen, das ist super. Okay, das wäre das. Mal schauen, was könnte man als nächstes machen? Ich würde sagen, wir machen noch ein freies Rennen. Ich würde sagen, wir machen mal Escape.
Was nehmen wir denn hier für eine Strecke? Ich würde sagen, wir machen Bahnfrontier. Das, glaube ich, haben wir noch nicht gesehen. Und wir nehmen mal Fanadi. Das ist das Schnellste, was ich gerade habe. Erster Platz. Sammelt Punkte. Alle 20 Sekunden wird einer abgeschossen. Und da ist das Flugzeug. Eliminator. Also ich hoffe, ich werde erst, dass wir jetzt nur einmal geschafft. Boah, und hier am Anfang gibt es halt jedes Mal Carnage. Da muss man schauen, dass wir irgendwie schnell vorbeikommen. Aber wenn du zu weit hinten bist, dann hast du wie schon verloren. Ah, Arsch! Erster schon eliminiert. Nein, 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 nein. Zurücksetzen, zurücksetzen, zurücksetzen. Also man wird es erst gar nicht hier lang rum zu manövrieren. Zurücksetzen und los. Ich will nicht irgendwo cheaten, aber ich glaube, das Spiel ist einfach nicht fair. Ah. Nein, 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 nein. Ah, fuck, 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 fuck. Ja, dann muss ich das nächste Mal die Abkürzung nehmen. Nein, nein, nein. Das kann's doch nicht sein. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Oh Gott, Gott sei Dank. Also es wird nicht bestraft, wenn man abseits fährt. Also zumindest wenn man es nicht allzu krass macht. Ah, oh, zweiter Platz. Komm, dich krieg ich. Ah, no, 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 no. No, no, nein, nein, du Arsch! Ah. Fuck, 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 fuck. Ja, die KI ist einfach arschig. Aber sie ist gut. Also es ist schon eine Challenge. Oh, das war knapp. Ciao. Nice. Fahrfehler. Nein, nein, nein. Fuck, fuck, fuck. Nice. Sauber jetzt mit der Abkürzung. So, wir sind jetzt nur noch zu zweit. Oh, fuck, 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 fuck. Nein! Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt mal ganz bewusst Zweiter. Weil dann sehen wir nämlich einen geilen Effekt gleich. Da sieht man nämlich als Erstplatzierter nämlich dich. Und zwar den hier. Und da wurde ich abgeschossen. Ich finde mega geil, den Effekt. Aber ich sag, das erste passiert halt nicht. Da fährst du halt ganz normal weiter, bist du da nicht abgeschossen. Also ich habe richtig viel Spaß mit dem Spiel. Einfach einen Haufen Sachen kaputt machen. Bin ich voll dabei. So, wir probieren jetzt mal den Modus Hunter aus. Und da müssen wir möglichst schnell hier drei Wagen zerstören. Und ich würde sagen, wir nehmen mal eine Strecke, die ich auch noch nicht gefahren bin, und zwar Autodromo hier. Und er hier ist eh der Wagen mit der größten Robustheit, aber den müssen wir noch reparieren. Und dann schaut er wieder super aus. Okay. Oh, das sieht cool aus. Wirklich so ein alter Autodrom hier. Ja, ihr merkt es gerade, ab und zu ruckelt es mal, aber das ist nur am Anfang so und dann haben wir hier wieder den Grafikglitch. Und jetzt geht es halt darum, wirklich
auf schnell hier die Fahrzeuge zu zerstören. Und weniger hier die Runden zu gehen. Wisst ihr was? Das mache ich gern bei sowas. Einfach in die falsche Richtung fahren. Kommt, ready. Und dann reinkommen. Ja, dann läuft auch der Timer hier ab. Jetzt haben wir. Okay, go, 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 go. Nice. Ah, komm. Okay. Das war vielleicht nicht die beste Taktik. Nice. Einmal komplett ausgenommen. Das wäre mal einer. Komm, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Nice! Und Nummer 2. Fuck, jetzt geht nochmal Bierball drauf. Ah, shit, 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 shit. Komm, komm, komm. Hey, gut gemacht die Strecke. Das ist ja eine Minute noch. Komm, wir halten nicht hinterher. Komm, ich will den einen noch haben. Okay, mach mal alte Taktik. Ah, fuck. Unfall. Okay, das war die 10. Auffahrunfall. Ja, immerhin Platz 3. Das ist einfach total dämlich. Aber es macht Spaß. Hat bestimmt noch eine bessere Taktik, als das, was ich da mache. Aber ich habe das einmal schon so gemacht, mit Rückwärtsfahren. Und es hat gut funktioniert. Ich habe dann wieder Geld, aber nicht so viel beim dritten Platz. Ne, er freut sich. Okay, wollen wir noch eins machen. Derby-Modus. Ich würde sagen, wir machen nochmal so ein Kreuzungsrennen. Gibt es teilweise nur schöne Crashes und ich würde sagen... Autodrom mit Kreuzungsrennen? Oh, das haben wir gerade gehabt. Also ich würde sagen, wir nehmen mal hier die 8. Die sieht witzig aus. So, und da gehen wir jetzt aber auf Geschwindigkeit. Wenn wir hier den Thunder D Sponsorenlackierung. Das heißt, wir kriegen noch extra Geld. Oh, das sieht witzig aus. Kommen wir nur die ersten 3, um zu gewinnen. Ja, das machen wir. Oh, sieht cool aus. Oh, Leute, macht sich nicht immer den Carnage ganz am Anfang. Kommt einfach nicht voran hier. Oh, geil. Nice. Ah, gelbe Arsch ist weg. Der nervt mich so. Oh, 23 Sekunden, neuer Rekord. Ja, das haben wir nochmal unterbinden hier. Oh, die Strecke hat's. Nein, 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 nein! Oh, war das knapp! Holy shit! Hey, go, 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 go! Na, besser. 20. Yeah, und überrundet. Nice, 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 nice. Ich hab nur drauf gewartet, dass es passiert. Naja, fuck, dann sind wir natürlich dritter. So was kostet Zeit. No. Shit, ja, ich hätte noch eine Runde gebraucht. Aber coole Crashes. Und ich würde sagen, das war's erstmal von Trial Out. Liebe Leute, holt euch das Spiel, es kostet nicht viel. Link ist in der Videobeschreibung. Ich glaube, für 17 Franken kriegt ihr das schon. Es
es macht wirklich Spaß. Also wenn ihr da so auf totale Zerstörung steht und auch so Flatout-Fans seid, dann macht sie da nichts falsch. Und es, wie gesagt, wird weiterentwickelt. Und an der Stelle auch vielen Dank an den Entwickler, denn der hat mir den Key zur Verfügung gestellt. Ich habe ihn extra angefragt dafür. Und vielen Dank da nochmal. Aber das ändert natürlich jetzt meine Einstellung zum Spiel nicht. Ich hätte es mir auch so gekauft. Das ist Hammer. Also, ich wünsche euch was und würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare reinschreibt, was ihr von dem Spiel hält und ob ihr es sich vielleicht sogar holen werdet. Also, bis denn da. Ich bin draußen. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.